In dieser Woche gab es zwei Nachrichten, die kleiner gespielt worden sind, die irgendwie unter den Tisch gefallen sind. Und das wollen wir doch verhindern. Und die werfen eine große Frage auf, diese Nachrichten, nämlich: Gehen wir eigentlich mit den Ukrainern, die in Deutschland sind, richtig um? Die erste Nachricht, die einen etwas fassungslos macht, die lautet, dass der Bundesrechnungshof festgestellt hat, dass weniger als die Hälfte der Ukrainer, die hier in Integrationskursen bei uns sitzen, diese Integrationskurse erfolgreich absolvieren. Nur 46%. Und die meisten, so der Bundesrechnungshof, scheitern am deutschen Sprachtest. Und natürlich sind die Rechnungsprüfer, das sind diese humorlosen Menschen, die sich nur um Zahlen kümmern, die fragen sich natürlich, boah, das ist aber eine teure Geschichte, denn in der Tat, so ein Integrationskurs kostet mittlerweile unfassbare 1.718 Euro, das ist jedenfalls die Zahl fürs vergangene Jahr, und wir geben inzwischen über 1 Milliarde Euro pro Jahr für Integrationskurse aus, und dann muss man feststellen, dann funktionieren sie nicht richtig. Unsere Bundesinnenministerin Frau Faeser hat gesagt, das sei doch ein hervorragendes Ergebnis. Dieser Ansicht hat sie, glaube ich, alleine. Nee, halt falsch. Die Grünen denken ganz genauso. Bei uns in Deutschland ist es aber so, dass viel weniger Ukrainer arbeiten und deswegen im Bürgergeld festsitzen und feststecken als in anderen Ländern. Ich habe mir die Zahlen nochmal angeguckt. 19% der Ukrainer arbeiten bei uns, und in anderen europäischen Ländern wie Großbritannien und Schweden sieht es ganz anders aus. In England arbeiten 60% der Ukrainer und in Schweden sind es 56%. Wäre es nicht besser, wir würden es anders machen mit der Integration? Wir würden die Integration nicht erst über Sprachkurse versuchen, sondern gleich die Menschen in Arbeit lassen oder in Arbeit stecken. Ich habe den Eindruck, Deutschland ist zu wenig hands-on bei diesem Thema. Und dann gibt es auch noch eine zweite Nachricht, die einen mehr oder weniger ratlos zurücklässt. Nach Auskunft des Bundesinnenministeriums von Frau Faeser leben in Deutschland 190.000 ukrainische Männer im wehrfähigen Alter. Und nach der europäischen Statistikbehörde Eurostat sind es in Gesamteuropa 650.000 wehrfähige ukrainische Männer. 650.000. Nur hat gerade der neue ukrainische Verteidigungsminister einen Appell losgelassen, weil er 450.000 neue Rekruten ausheben will für den Krieg, für den Abwehrkrieg gegen den russischen Angriff auf die Ukraine. Selenskyj hat übrigens gesagt, noch nicht entschieden, ob er diese Forderung bewilligen wird, die ja auch sehr teuer würde für die Ukraine. Lassen wir das. Unser Bundesjustizminister Marco Buschmann, der hat gesagt, wir werden doch Menschen nicht in den Kriegsdienst zwingen. Das machen wir ja in Deutschland nicht. Also warum sollten wir das mit Ukrainern machen, die hier sind? Ich finde, so einfach geht es nicht. Wie würden wir uns dann verhalten, wenn Russland uns angreifen würde? Was ja immerhin bei Militärstrategen ein mögliches Szenario ist in 6 oder 7 Jahren. Würden wir dann auch sagen, wir zwingen keine Menschen in den Kriegsdienst, wenn ein Land angegriffen würde? Das ist aber genau die Situation in der Ukraine. Es handelt sich um Deserteure. Das kann man nicht anders nennen als das. Und außerdem wäre es doch im deutschen Interesse. Es wird immer gesagt, in unserem Interesse ist, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert gegen Russland. Manche sagen sogar, es ist in unserem Interesse, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Und gleichzeitig antworten wir auf den Appell des ukrainischen Verteidigungsministers Umirov, doch bitte dafür zu sorgen, dass die in Europa sich aufhaltenden ukrainischen Männer in die Ukraine zurückkommen, damit, dass wir sagen, nö, da machen wir nichts dran. Wir tragen noch nicht mal diesen Appell mit. Wäre das nicht auch im deutschen Interesse, das zu tun? Was würde eigentlich passieren, wenn eines Tages die Ukrainer anfangen, Auslieferungsersuchen zu stellen an den deutschen Staat, damit diese 190.000 ukrainischen Männer, die sich bei uns aufhalten, zurückgeschickt werden?
Und was ist eigentlich mit dem Bürgergeld, das Ukrainern gezahlt wird? Wäre es nicht an der Zeit, das wenigstens für die ukrainischen Männer im wehrfähigen Alter zu kürzen? Wollen wir sehen, ob die Regierung uns darauf Antworten gibt. Einfach dieses Thema wegzuschwurbeln, das wird nicht länger funktionieren.